Sicher habt ihr schon einmal von den fünf Weltreligionen gehört. Wir erklären euch jetzt die vielen Unterschiede und das Leben in den Religionen Islam und Buddhismus. Wir haben uns für diese Religion entschieden, da Islam und Buddhismus am unterschiedlichsten sind. Islam. Der Islam ist nach dem Christentum die zweitgrößte Weltreligion. Er hat ca. 1,6 Milliarden Anhänger. Sie heißen Muslime. Sie haben den Glauben an nur einen Gott. Sie nennen ihn Allah. Allahs Botschaft ist der Koran. Der Koran ist das heilige Buch des Islams. Er ist in arabischer Sprache geschrieben. In diesem Buch stehen unter anderem Regeln für die Muslime. Das sind Regeln für das Beten zu Allah, aber auch darüber, wie man mit anderen Menschen umgehen soll. Aber nochmals zurück zum Anfang. Das Wort Islam bedeutet ungefähr Hingabe oder Frieden. Gemeint ist damit das wichtigste Ziel der Muslime. Sie wollen Allahs Gebote gut beachten und so leben, dass es Allah gefällt. Im Zusammenleben mit anderen Menschen gehören dazu Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Kein Mensch darf wegen seiner Hautfarbe oder Herkunft benachteiligt werden. Nach dem Tod wünschen sich Muslime ein ewiges Leben bei Allah. Im Islam gibt es viele Regeln für den Alltag und das Miteinander umgehen. Wie zum Beispiel, Lästern und Mobbing ist verboten. Kranke sollen besucht werden. Kleidung sitzt locker, ist nicht zu kurz oder durchsichtig und sollte möglichst viel vom Körper bedecken. Viele Muslime folgen dieser Tradition, andere nicht. Das entscheidet jeder für sich selbst. Manche Frauen umhüllen ihr Haar mit einem Kopftuch, da es im Koran einen Hinweis gibt, dass Frauen ihre körperlichen Reize nicht offen zur Schau stellen sollen. Das ist aber ihrem selbst überlassen. Für Muslime ist es verboten, Schweinefleisch zu essen und Alkohol zu trinken. Schweinefleisch wird als unrein bezeichnet, weil das Schwein gerne im Dreck spielt und ein Allesfresser ist. Die Muslime haben einen Fastenmonat. Sie nennen ihn Ramadan. Man muss von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken und Rauchen verzichten. Die Fastenpflicht betrifft alle erwachsenen Muslime. Alte, kranke und schwache Leute sowie reisende und stillende Mütter sind von der Fastenpflicht befreit. Der Fastenmonat dauert 29 oder 30 Tage. Gefastet wird, da die Seele gereinigt und die Beziehung zu Allah und den Mitmenschen gefestigt werden soll. Ich erkläre nun das Wichtigste über den Buddhismus. Der Buddhismus ist eine der größten Weltreligionen. Die Wurzeln des Buddhismus reichen mehr als 2000 Jahre zurück nach Indien. Heute hat die Religion geschätzt 450 Millionen Anhänger weltweit. Das Ziel ist die Entwicklung des eigenen Geistes, die Buddha-Natur zu erlangen. Buddha heißt der Erleuchtete und ist ein Titel für Menschen, die zur wahren Erkenntnis gelangt sind. Im Buddhismus gibt es keinen Gott. Jeder Mensch kann sich selbst erlösen, wenn er der Weisheit Buddhas folgt. Deswegen wird der Buddhismus oft als eine nicht-theistische Religion bezeichnet. Buddhisten glauben an die Wiedergeburt. Der Geist eines Menschen verlässt nach dem Tod seinen alten Körper und sucht sich einen neuen. Was für ein Körper das sein wird, bestimmt das Karma des Menschen, also seine Taten, aber auch Gedanken, Absichten und Sehnsüchte. Der Kreislauf wird Samsara genannt. Buddhisten ernähren sich im Allgemeinen vegetarisch oder vegan, da das Töten von Tieren zu einem schlechten Karma führen soll und daher verboten ist. Allerdings gibt es im Buddhismus kein wirkliches Verbot, Fleisch, Alkohol, Gelatine sowie Zwiebelgewächse zu essen. Sie werden aber meistens vermieden. Tripitaka sind heilige Schriften des Buddhismus. Diese Schriften sind anders als in anderen Religionen nicht auf eine göttliche Offenbarung zurückzuführen, sondern fassen die Lehre Buddhas zusammen. Das Symbol des Buddhismus wird Dharmachara genannt.